So, herzlich willkommen im Keller der Gerätemacher, voller Leid und Pein. Es ist schon sehr, ein bisschen in die Länge gezogen an dieser Stelle, denn es gibt hier, genau, er ist blockiert, es gibt hier relativ lange, sehr lange Wege, die eigentlich nur unnötig lang sind, meiner Meinung nach. Und wie auch immer, ich weiß auch jetzt nicht mehr, wo ich genau hinlaufen muss, aber ich versuche das wieder mit meinem, man könnte meinen, hier ist ein Geheimgang, ist aber keiner. Ich mache es wieder mit meinem altbekannten, ich laufe rechts herum, Trick. So. Qualitativ eher minderwertig. Irgendwas im Schloss ist zerbrochen, es ist offen. Animenkna. So, das ist hier, ist ein Schild. Meine Erfindung kann Klingel wandeln. Ihr müsst nur richtig handeln. Akka. Gegenstand benutzen. Hammer. Okay, schade. Da ist dann auch nichts. Ja, Kinder der Gerätemacher. Ich habe eigentlich das ganze Spiel über mich nur auf diesen Bereich vorbereitet. Denn er ist, soweit ich mich erinnern kann, der schwerste eigentlich. Was ist denn hier los? Der schwerste eigentlich im ganzen Spiel, so hatte ich das zumindest in Erinnerung. So, richtig, er kann ja wieder Dämonen-Exodus raushauen. Gott sei Dank gibt es hier an dieser Stelle noch nur One-Ex. Hintergrund finde ich cool, muss ich sagen. Hier anwenden, Dämon Exodus, komm, hau raus. Och, ich dachte, ich muss jetzt hier alle einzeln bekämpfen, aber offensichtlich ist es nicht so. Was mir ganz gelegen kommt. Ich stehe bestimmt auch in der Zentralhalle, genau. Hier ist wieder ein Schloss. Schloss kann nicht geknackt werden. Ah, so ein Mist. So ein Mist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das hier genau funktioniert alles. Aber wir finden sicher mit Sicherheit raus. Außerdem gibt es ja noch ein paar Warnicks, die man besiegen können. Warnick. Kommt nur her, ihr Warnicks. Und er macht dabei weiter Dämon Exodus. Dam. Geht Gott sei Dank relativ schnell mit dem Dämon Exodus. Den hier an, dann haben wir es nämlich schon. Ach Gott, sie hat nicht getroffen. Okay, meine Güte. Tja, man könnte ja jetzt, ich habe mal eine Zeit lang den Spielen gehabt, man muss alle Spiele mit maximaler Power und 999 Leben und so weiter besiegen. Gerade bei Final Fantasy hatte ich das oft, weil es ja immer dieses, ich habe ja schon erzählt, Omega-Möppen gab und das hat man halt wirklich nur mit einem vollständig 100% aufgelevelten Charakter geschafft.
Und deswegen habe ich angefangen, bei anderen Spielen das auch zu machen. Aber das ist halt so ein Zeitaufwand. Das ist halt so ein riesen Zeitaufwand. Man möchte sich das hier mal vorstellen, auf der Insel der Chicantos zu diesen Blumen zu gehen, ja, und eine Stunde abwarten, alle Blumen abfarmen, dann wieder hingehen und einen Tag später wieder alle Blumen abfarmen. Und dann kriegt man, glaube ich, nur mal ein oder zwei Punkte dazu und das dauert halt dann ewig, ja, das macht halt einfach keinen Sinn. Ich glaube, hier kommen wir wieder zurück zur zentralen Halle. Genau, hier sind nämlich diese ganzen Stacheln. Ich laufe da aber jetzt hier mal trotzdem entlang. Ja, relativ sicher, ja. Genau, das ist der Eingang, wo wir vorher waren. Ich schaue nochmal, ob ich dieses Schloss vielleicht knacken kann. Dieses Schloss kann nicht geknackt werden, also brauchen wir einen speziellen Schlüssel. Na gut, dann laufen wir mal den Stacheln hinterher. Wahrscheinlich hätte ich das auch einfach befolgen sollen. Was Tom mir am Anfang gesagt hat, was heißt, befolgen ist relativ. Er hat mir nur gesagt, ja, die Stacheln scheinen links entlang zu laufen. Ja, aber nicht, dass ich da nicht laufen soll. Oder dass ich da laufen soll. Es ist ja mal relativ bei dem Spiel, ja, ob man irgendwo hingehen soll oder eben nicht hingehen soll. Manchmal bringt es eher Unglück, wenn man wo reinläuft. Siehe Nelly, ja. Wie gesagt, Nelly kann man auch befreien und hat nichts davon, außer eine getötete Mutter und ein Waisenkind. Entschuldigt bitte. Bruno Trank. Zack. Und Dämonen Exodus. Ach komm. So, da bin ich wieder. Ich musste jetzt gerade eben mal was trinken, weil ich so trocken heiß schon habe von dem ganzen Gerede. So. Ich muss übrigens wirklich selber sagen, ich bin übrigens echt erstaunt von mir, dass ich das jetzt wirklich durchziehe mit dem Albion. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich aufgebe. Dass ich eigentlich aufgebe. Aber. Ja. Toll. Nichts. Ah, Moment, Gegenstand benutzen. Gegenstand benutzen. Ich wusste, dass ich einen Hammer mitgenommen habe und warum ich den mitgenommen habe. Irgendwas scheint sie noch zu blockieren. Okay, also das heißt, ich kann das machen, ja. Ich muss wahrscheinlich auch noch den. Oh Mann, ich muss wahrscheinlich den Hebel noch ganz am Anfang auch noch ziehen. Ja, das meinte ich. Es sind halt einfach sehr viele Wege jetzt dabei, die etwas länger dauern. Ich wollte aber vorher noch sagen, ich bin echt erstaunt, dass ich das jetzt mit Albion wirklich durchziehe bis zum Ende. Ich hätte nicht gedacht, ich hätte gedacht, ich höre einfach zwischendrin mal auf, weil ich einfach keine Lust mehr habe. Aber mir macht es auch gerade wieder richtig Spaß, Albion zu zocken. Zu zocken. So, und jetzt aber. Jawohl. Jetzt kann ich die bestimmt auch reinschlagen. Hahaha, wusste ich doch. Und wieder zurück. Ich finde es, ich habe früher mal immer gedacht, das Internet verliert nichts, ja. Im Internet gibt es alles irgendwo doppelt und dreifach mit 10.000 Sicherheitskopien. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde es ein Jammerschade. Ich habe zwei Webseiten gehabt. Auf der einen gab es die. Gab es sämtliches Kartenmaterial von Albion, also alle extrahierten Karten als 2D-Maps dargestellt. Also auch die Karten jetzt hier von diesem Bereich.
Das war sehr cool. Das war direkt eine Webseite. Da konnte man das immer anschauen, wenn man irgendwo nicht weiter gewusst hat. Das war das eine. Das andere ist das LBN2-Forum. So, jetzt aber. Das reicht wahrscheinlich schon. So, da haben wir eigentlich nur einen Metallhelm. Einen Dietrich. Und einen tollen Türschlüssel. Bolzen, die wir eigentlich nicht brauchen. Und eine Kellerkarte. Oh Wunder, eine Kellerkarte. Tja, schauen wir mal, was auf der Kellerkarte steht. Ah, okay. Also man hat ja auch eine Karte, sehe ich schon. Fakt ist, wir waren jetzt hier. Ja, wir haben den Weg noch. Da waren wir, da ist der Amboss drin. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier zurück. Gehen dahin, gehen dorthin. Und marschieren dann hier oben weiter. So. Nee, aber man konnte sich das wirklich anschauen, die S2D-Maps auf dieser Webseite. Vielleicht finde ich es nochmal, aber ich denke, ich habe aus Versehen irgendwann mal den Link gelöscht, ja, weil ich aus Zeichens völligem Wahnsinns angefangen habe, meine Lesezeichen irgendwann zu sortieren. Weil man klickt immer auf Favoriten, Favoriten, Favoriten. Anstatt dass man es wirklich mal nachschaut, was jetzt eigentlich Sache ist. Ob es das noch gibt, die Webseite, oder ob man es vielleicht vernünftig kategorisieren möchte. Nein, ich habe angefangen, es einfach rigoros zu löschen. Ja, wie lange hast du die Webseite nicht mehr angeschaut? 2 Monate? 2 Jahre? Ja, scheiß drauf. Weg damit. Nicht so klug, ich weiß, nicht so klug. Und Warnex. Nein, Skrins. Ah. Skrins, Skrins, Skrins. Dominion Exodus ist auch schon relativ weit vorne. Das ist sehr schön, das gefällt mir. Was ihr übrigens hin und wieder so knarzen hört, das ist mein Stuhl. Das ist mein Bürostuhl. Didel, didel, didi, didi, didi. Ich muss jetzt zwar jede Menge blaue Tränke für ihn rausknallen, aber glaubt mir, glaubt mir, glaubt mir, das lohnt sich 1000 Mal. Der Stufe 11 erreicht. Oh, welch ein Wunder. So, hätten wir jetzt zum Beispiel Kunak dabei. Ja. Dann, ich will sehen, was Teleport ist. Ich glaube, Teleport ist Fliehen. Keine Ahnung. Ist doch egal. Hätten wir jetzt an dieser Stelle Kunak dabei, dann würde Kunak natürlich seinen Zauber, ich glaube, Blitzsturm heißt er. Genau. Dann würde Kunak nämlich den Zauber Blitzsturm machen und die würden einfach alle umfallen. Ja. Fakt ist aber auch, ich will Kunak nicht dabei haben. Ich habe schon so oft durchgespielt mit Kunak, ja, und ich wollte diesmal Siopan haben. Ich will diesmal einfach einen kräftigen Nahkämpfer dabei haben, beziehungsweise eine Nahkämpferin dabei haben. Ich habe auch noch nie so exzessiv Ding gelevelt hier, den Dämonen-Exodus. Halt angreifen den hier und angreifen den hier. Kann mir die auch mal angreifen, es bringt halt nur leider nichts. Ja, der bekommt 4 Schaden. Haben wir eigentlich schon Skrins 3 gesehen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, Magie anwenden, Dämon Exodus und sie macht Magie anwenden. Heilung. Sie kann einfach nur 2-mal Heilung casten. Das ist einfach, das ist ja ungenügend. Ungenügend ist das einfach. Aber halt dann einfach mal 58 Punkte. Was zum Teufel. So, passt schon. Kommt eh nicht mehr dran. Und noch einen dritten Schwungsgrins. Oh. Und Brox.
und Kiss und wow. War nicht Brox die abhauen? Ich weiß es nicht mehr genau. Wenn ein Brock tot ist, hauen die nicht ab? Na, ist egal. Oh, sehr schön. Kein Effekt. Ja, das ist mir schon klar, dass sie alles keinen Effekt haben. Ich mach das nur zum Leveln. Zack. Ja, ihr seht schon, jetzt gibt es schon etwas haarigere Gegner, ja. Wenn gleich sie trotzdem nicht wirklich viel Damage machen. Aber. Also, das heißt nicht wirklich viel Damage. Immerhin ist Drir hier fast tot, ja. Die blauen Tränke haben auch bald alle weg. Die Monexe ist aber bald voll. Ah, sehr schön. Meldet sie bewusstlos! Mann, nun hat ihr das auch bewusstlos. Hört mir auf. Mann. Hört mir auf, ey, mit diesen blöden Mistviechern. Mistviecher, sagst du einfach nur Mistviecher. Und dann halt immer auf die zwei. Meine Güte. 300 Erfahrung. Was bringt mir 300 Erfahrung für die restliche Gruppe, wenn die eh schon hoch genug sind? Ja, hoch genug sind sie nicht, aber. Psiopan hätte ich halt ganz gerne noch ein bisschen höher. Keltenkriegerin. So. Achtung, Lebensgefahr. Mechanismus wird überlastet, wenn alle drei Hebel gleichzeitig schalten. Aktuellen Schaltplan beachten. Wo ist der Schaltplan? So. Ja. Der erste schaltet den zweiten. Und der zweite. Moment. Hoch. Unten, oben, unten. Unten. Oben. Wie, Mechanismus wurde überlastet. Willst du mich verapfeln? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Erholung macht, aber Erholung heilt mich auf jeden Fall komplett voll. Komisch. Das ohne Ding zu verbrauchen. Naja, Fakt ist. Lebensgefahr. So, jetzt passt doch, oder? Unten, oben, unten. Genau. Ich habe es ja nicht überlassen. Ich habe doch nicht alle drei gleichzeitig geschalten. Bug. Bug. Alles Bug. Naja, egal. Aber ich hoffe, es ist eine Zentralhalle, die Stacheln weg. So. Ich glaube, Erholung ist tatsächlich. Ah, genau. Hier ist nämlich auch. Hier gibt es nämlich auch den Hammer. Und hier gibt es nämlich auch einen Wassereimer. Den ich jetzt ebenfalls mitnehmen werde. Denn der liegt. Och, Mann. Seht mal an, der Wassereimer ist nämlich sogar schon voll Wasser. Ja, das hat nämlich irgendeinen Grund, ja. Ich weiß ihn da noch nicht.
Aber es hat einen Grund. Okay, hier hätte ich dann auch den Hammer bekommen in diesem Raum. Da ich aber schon so schlau war und schon mal vorausgedacht habe, habe ich natürlich den Hammer vorher schon mitgenommen und gekauft für 0,1 Goldstück. Was bei unseren 4000 Gold eigentlich keine Rolle mehr spielen sollte, dürfte. Wie sie alle hinterherlaufen, oder? Wie die Enten. Zack, 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 zack. Ja, ich mache mir gerade einen Spaß draus. Ging es nach unten? Nee, ging es nicht. Ich glaube, es ging nur nach oben. Total übertrieben halt. 5 so Logos einfach im Boden. Genau, und jetzt sind nämlich die auch weg. Und jetzt können wir uns um den nördlichen Teil kümmern. Verworrenes Labyrinth hier, wirklich. Rechts entlang. Aha, Brock 2. Irgendwie sieht der Brock 2 gefährlicher aus als der Brock 3. So. Dämonen Exodus. Im Gegensatz zu diesen Sandfuzzis, ja, greifen diese Pfeifen nämlich zweimal an. Und das macht natürlich bei jemand wie Harriet, die ist halt einfach tot. Die ist halt einfach tot. Ja, da gibt es nichts zu rütteln und zu meckern, die ist einfach tot. Genau, das meint die eben damit, die ist einfach instant tot. Das gibt's einfach, kannst du nichts dagegen tun. Ist halt so. Und selbst die OP-Sira, ja. Nimmt einen Haufen Damage bei denen. Ja, so kann ich sie halt eigentlich nie aufleveln, die Harriet. Das ist ärgerlich, ja, das ist wirklich blöd. Ein bisschen. Nur ein bisschen, das ist saublöd. Aber wenigstens haben wir Dämonen-Exitus bald voll. Exitus. So, was gibt's hier? Hier gibt's einen Dietrich. Mein Freund der Dietrich und einen Truhenschlüssel. Die Truhe ist bestimmt die Truhe im Hauptraum gemeint, zu der wir jetzt wieder zurücklaufen werden. Ich muss aber sagen, ich habe die Wege länger in Erinnerung. Ja, mir kommen sie jetzt sogar relativ kurz vor. Ich bin immer erst am Meckern und am Ausrasten und dann sage ich hinterher, ja, ist aber alles doch gar nicht so schlimm. Trinken, trinken, trinken. Erholungszauber, unglaublich, oder? Ich denke, das kann ich. Ich glaube, das kann ich nicht immer casten. Sehr schön, da ist noch ein Türschlüssel drin. Scheiß Türen und Truhen und Scheißdreck. Entschuldigung. Das muss ich sagen, hat mich immer ein bisschen genervt hier, dieses Dungeon. Also zumindest jetzt hier der erste Teil. Der zweite Teil ist eigentlich super cool. Und der zweite Teil kann ich schon mal verraten, ist in 3D. Aber es war halt in zum Beispiel in Gratogel, war es halt schön kompakt bei den Druiden, ja. Da hat man unten ständig was erlebt und musste jetzt hier auch nicht so ewige Wege laufen. Aber gut, die Werkzeugmacher wollen natürlich möglichst weit beide Räume haben, um da jetzt irgendwas zu zeigen oder zu machen. Und noch mehr Screens. Ich habe diesmal gar kein gehört. Na komm.
Ich glaube, jetzt dürfen wir es dann schon fast haben mit dem Mon Exodus. Ihr seht schon, wie lange das eigentlich dauert, den abzugraden. Da bringt es tatsächlich nichts, wenn man den Zauber dann anwendet, wenn man ihn braucht, weil dann hat man ihn nämlich nicht so weit. Das ist auch sowas, was man halt erst im zweiten Durchlauf eigentlich weiß. Ja? Man weiß nicht, wozu man den Spruch braucht. Ich dachte mir beim ersten Mal durchspielen, Dämonen-Exodus, wirklich? Was soll denn das sein für ein Witz? Ja? Was soll ich denn damit machen? Und ihr fragt euch mit Sicherheit auch nicht, warum hat er hier so einen Fetisch, seinen Dämonen-Exodus zu casten, beziehungsweise Dämonen-Exodus hochzuleveln? Tja, ich sag euch. Ich sag's euch. Das wird noch. Ach komm. Weißt du, die Warniacs, ja? Die ganze Gruppe von Warniacs ist da und ich besiege einen und sind alle tot. Aber bei den Skrins, ja, da werden Ausnahmen gemacht. Ausnahmen. Einmal noch. Übrigens hatte ich das nicht umgestellt eigentlich? Wie die hier stehen? Ich glaube, das hatte ich umgestellt. Ich glaube, ich hatte sie da im Eck unten. Ich glaube, ich hatte die überall dort, wo die Lücken waren dazwischen. So, sehr schön. Damit ist es voll. Damit brauche ich das jetzt nicht mehr leveln. Wir machen noch mal schnell Heilung. Das 60 Heal, Wahnsinn. Ich will mich nicht beschweren. Alles cool. So. Sie hat Stufe 26 erreicht. Sie hat Stufe 19 erreicht. Sehr schön. Zeit ist es geworden. So, dann heilen wir dich nochmal voll. So. Was ich auch sagen muss, ich habe noch keine. Also Gegner vom Typ Tier habe ich noch nicht in 2D Dungeons laufen sehen. Die gibt es, glaube ich, nur in 3D Dungeons. Warnings und Skrins dagegen gibt es ja ständig. Wie Sand am Meer. Huch. Genau. Ja, so funktioniert das. Und zwar muss man hier tatsächlich das Wasser, das wir vorher gefunden hatten. Wie gesagt, wer kommt denn auf sowas, ja, dass man das Wasser da mitnimmt? Und ja. Genau, da taucht jetzt hier eine Truhe auf. In der Truhe gibt es eine Edelsteinkette. Gut, da ist jetzt nichts besonders dran. Ein Goldring und wobei den Goldring kann ich eigentlich dem Meltas geben und den Silberring eben auch. Eigentlich gibt es nicht viel drin, eben nur diese Edelsteinkette. So, das war's auch schon wieder. Gehen wir weiter. Ich schau mal kurz auf die Karte. Also auf die Kellerkarte in Anführungszeichen. Wir sind, glaube ich, hier runtergelaufen, waren jetzt in diesem Raum. Jetzt gehen wir am besten hier nach rechts. Also hier hin. Und dann gehen wir wieder links zurück. Ich glaube, das ist der kürzeste Weg. Ja. So, hier wird es dann noch wieder hell. So. Ich glaube, wir müssen leider noch einmal komplett zurück. Leider. Ich hasse es. Geh auf Tür.
So, hier gibt es ein Schild, glaube ich, das ist alles. 8 bis 11 Uhr. Ja, okay. So. Ihr könnt euch sicherlich denken, was 8 bis 11 Uhr ist. Ja, ich muss zurück zu diesem Amboss laufen. Und bei diesem Amboss muss ich zwischen 8 und 11 Uhr draufhauen. Ja, richtig. Eine äußerst lästige Angelegenheit. So, genau. Und der nächsten Weg aber nur nach unten, nach Süden nehmen die Abzweigung. Das Problem ist, genau deswegen dachte ich immer, das ist so lange Wege, weil wir eben jetzt wieder ganz zurücklaufen mussten. Und das ist halt. Ich meine, ihr habt den Raum gesehen, ja, wo der Raum ist, wie weit wir da hin müssen. Okay. Das ist der Raum, der sich öffnet, wenn ich das richtig schlag. Ich will euch aber jetzt hier nicht warten lassen an dieser Stelle. Ich gehe jetzt mal kurz dahin. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. So, da bin ich wieder. Und zwar stehen wir jetzt hier genau vor dem Amboss schon mal und jetzt benutze ich eben zwischen 8 und 11 Uhr einfach mal den Hammer. Und es scheint sich nichts getan zu haben, was natürlich gigantisch ist. Und ich dachte eigentlich, dass das jetzt hier funktioniert. Wie gut, dass ich immer alles weiß, ja, und nichts weiß. Ach komm. Ach, Mann. Tja, dann gibt es hier wahrscheinlich doch nichts und ich muss doch wieder zurück. Wir sehen uns gleich wieder. Bis denn. So, da sind wir wieder. Meine letzte Intention wäre jetzt tatsächlich, dass sich die Tür erst zwischen 8 und 11 Uhr öffnet. Nein. Dann ist es mir aber auch egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein, so ein Dreck, ey. Ich habe außerdem noch die Befürchtung, dass es schon wieder mein Mikrofon nicht aufgenommen hat. Ich wieder was nachvertonen darf. Aber das werde ich dann alles sehen, wenn ich es dann schneide und alles rendere und alles Mögliche mache. Fakt ist jedoch, wir müssen jetzt erst einmal hier eine Runde Brox bekämpfen. Wie die auf die Namen kamen. Brock. Will die Steine werfen? Brocken? Keine Ahnung. Halt. Was? Wie Tom ist bewusstlos. Wie Tom ist bewusstlos. Wollt ihr mich verapfeln? Sag euch, wenn die critten, ja, dann ist alles vorbei. Dann ist erstmal alles aus. Huch, da war wieder dieser Tonbug. Ach komm, er killt den Ding nicht. Meine Güte. Ah, so ein Nerv. Komm, geht schon. So, und tot mit ihm. Unglaublich, oder? Und natürlich ist Harriet wieder gestorben. Selbstverständlich. Wie sie immer stirbt. Drrr hat Stufe 25 erreicht. Meltas hat auch Stufe 25 erreicht? Wie, Meltas hat auch schon Stufe 25 erreicht. Ach was. Und Sira ist schon Stufe 26? Ach was. Ich probiere jetzt mal nochmal was aus, denn ich musste in der Zwischenzeit, wie er in meinem Lebensbank auch gesehen hat,
Ich musste in der Zwischenzeit auch Erholung casten. Ich habe keine Ahnung, was Erholung ist, aber es ist ziemlich geil. Es ist fetzengeil. Die Tür ist verschlossen und es ist... Ach, Mann, ey. Ich habe doch keine Ahnung, wie zwischen 8 und 11 Uhr. Was muss ich denn zwischen 8 und 11 Uhr machen? Mann, ich hasse es, wenn ich es nicht mehr weiß, ey, wenn ich mich auf mein eigenes Hirn nicht verlassen kann. Vielleicht nochmal zwischen den 8 und 11 Uhr Raum. Also zu dem 8 und 11 Uhr Raum gehe ich nochmal hin. Aber ich laufe jetzt mal außen rum. Vielleicht gibt es da noch immer Gegner. Ne, scheiß auf die Gegner. Entschuldigung. Mann, so ein Mist, so ein verdammter. Tja. So. Zwischen 8 und 11 Uhr. Aber was ist hier zwischen 8 und 11 Uhr? Ach, jetzt erinnere ich mich. Ich muss hier in diesem Raum zwischen 8 und 11 Uhr bleiben. Zwischen 8 und 11 Uhr bleiben und dann erscheint ein Schalter. Okay, ich warte dabei. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Kurz vor 8 Uhr. Und gleich wird hier ein Schalter auftauchen. Es ist so bitter. Es ist so bitter. So bitter, wenn man sich daran nicht mehr komplett erinnert. Und dann, oh Mann, dieser ganze Weg hin und zurück einfach umsonst. Meine Güte, echt. Na gut. Aber immerhin habt ihr gesehen, dass der Amboss tatsächlich nichts macht, ja. Der Raum ist tatsächlich, da ist tatsächlich nichts zu tun und nichts zu machen in dem Raum. Ja, man hätte vielleicht auch darauf kommen können, mein Werkzeug kann Klingeln wandeln, ja, und da ist ein Amboss abgebildet, ja, dann kann man sich eigentlich erahnen. Wenn man aber Albion spielt und sieht, es gibt einen Raum. Alle werden müde. Und es gibt einen Raum und in diesem einen Raum gibt es. In diesem einen Raum gibt es. Gibt es einen Hammer, ja, und es gibt einen Wasserkelch, ja, das weiß man mittlerweile, ja, glaube ich, auch nach 10, 20, 30 Stunden Spielzeit, weiß man, glaube ich, dass man Gegenstände, die bewusst selten sind und nichts bringen und einfach so rumliegen in Dungeons, dass man die einfach mitnimmt. Ja, ich denke, das weiß man mit der Zeit. So, jetzt ist nämlich die Tür hier oben auch offen, die Klingen sind unten und alles ist gut. Und wir beenden hier die Aufnahme, denn es geht bald weiter zum Werkzeugkeller Teil 2. Und bis dahin sage ich ciao, macht es gut. Bis dann.